Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu WRC8, liebe Freunde. Und zwar in Chile zu 21,01 Kilometer langen Etappe. Ich nehme das Ganze wieder jetzt auf 1440 auf, dass ihr das so schnell wie möglich wieder draußen habt und anschauen könnt. Wenn es so ausgeht, nehme ich es auf 4K auf, aber wenn ihr diesbezüglich Wünsche habt, sagt es mir ruhig, teilt es mir ruhig mit in die Kommentare. Ansonsten, wenn es schnell gehen muss, mache ich jetzt 14,40 und wenn es von der Zeit her sich ausgeht, weil es ja wirklich lang dauert. Also bei mir wäre es ja kein Problem vom Platz her und vom Hochladen, das ist jetzt überhaupt kein Thema, aber leider YouTube braucht so lange, momentan aktuell. Es ist wirklich unglaublich. Also ich weiß nicht, wenn man da eine halbe Stunde aufnimmt, brauchen die glaube ich 8 Stunden, bis das auf 4K endlich haben oder so. Ich weiß nicht, so ungefähr. Auf jeden Fall kommt es mir immer ewig vor. Und das ist aber auch schwierig. Ich muss ja, ich lade es ja hoch, gebe dann eine Zeit ein, wo es freigeben wird und dann ist es vielleicht noch gar nicht frei. Also ne, frei schon, aber noch nicht. Und vielleicht sogar noch auf 360 oder irgendwas und ne, da habe ich keinen Bock drauf. So, los geht's. Los geht's, Freunde. Aber ich glaube, das ist schon okay so. Wie gesagt, schreibt es noch ruhig rein, wenn ihr diesbezüglich Wünsche habt oder irgendwas. So, jetzt konzentrieren wir uns mal. Kuppe in links voll, 150, uneben. Und dazu haben wir den harten Reifen jetzt drauf, aber die brauchen wir. Jetzt müssen wir das Ganze wieder ein bisschen gemäglicher eben angehen hier. Achtung, rechts voll in links 3, mach zu über Kuppe. In rechts 3 und Sprung in links 6, mach zu. Ja, merkt schon, dass die nicht ganz so geil sind wie die Soft natürlich, logisch. Aber wir fahren jetzt ein bisschen länger. In links 5, mir kommt das da immer so hell vorher, ich verstehe das nicht. Das ist mein Bildschirm. Müssen wir wirklich im Anschluss gleich mal am Handy anschauen, wie das am Handy ausschaut. Und rechts 5 und links 5 kurz, über Kuppe, 30. Bremsen für scharf rechts, Verengung bei Abzweig, 30. Links 4 durch Tor macht auch 100. So, 21 Kilometer, Freunde. Ich glaube die ganze Zeit überhaupt nichts reden. Durch Tor in auch schwierig, 3, oder? Macht zu 30. Rechts 4, macht also für euch jetzt, für mich nicht, 3. Aber... Und scharf rechts bei Abzweig 50. Oder vielleicht links doch nicht reden. Kurz und rechts 5 uneben. Dass ich die kleinen Details eben nicht überhöre. Und rechts voll, macht zu, sehr lang, uneben. Und links 6 kurz, bremsen in rechts 4, mach zu in links 6. Und Bodenwelle in rechts 5, in Bodenwelle. Bodenwelle in Bodenwelle, okay. Und links 5 lang, uneben, 50. Links 4 kurz und rechts voll, 50. Links 6, mach zu in rechts 6. In scharf links bei Abzweig, 30. Links voll, Verengung, uneben, in rechts voll, sehr lang, mach zu, 5, sehr eng. Und links 3 kurz, in rechts 3, mach zu, 200 über Bodenwellen. Rechts voll 200 über Bodenwellen. Achtung, mittig halten, Überkuppe in links 4 Mittel macht auf lang. Ah, zweiter Sektor schon mal grün, erster aber noch rot. Wir sind auf Kurs, glaube ich. In links 4 kurz, Überkuppe in rechts 6 kurz. Und links 6 macht zu kurz und links voll. In Kuppe in rechts 5 lang, macht zu 4. In rechts 3 kurz, macht auf sehr lang über Bodenwellen. Achtung, Kuppe in links 6. In Bodenwelle in rechts 5. Und scharf bremsen links 3 lang, macht zu 50.
Durchhalten in links voll über Kuppe in rechts voll, macht zu 5 uneben 80. Für Achtung, Sprung in links 5 und links voll 80 uneben. Rechts 4 Mittel. In links 5 kurz, bremsen in Haarnadel rechts. Und links 5 kurz, über Kuppe in rechts 5 kurz, 100 uneben. Und Kuppe in links 4, macht zu in rechts 4, lang. In links 4 kurz, 80. Links 3, macht zu, 50. Bremsen für scharf links bei Abzweig in rechts voll. In links voll 50. Kuppe in links voll. Und links 3 Mittel, nicht schneiden. Und rechts voll in Sprung über Kuppe. Und rechts 4, Verengung, macht zu kurz, leicht schneiden. Und rechts 4, in links 4 kurz, in rechts 3. In links 4, macht auf. In rechts 3, nicht schneiden, Verengung in links 5 und links voll. Und mittig halten über Kuppe. Und Gefahr, Kuppe in links 4. Und rechts 3. In Kuppe in links 3, macht auf. Und rechts 3, macht auf, kurz über Kuppe. In links 5, hängt nach außen. Und links 5, macht zu in rechts 4, Verengung, nicht schneiden, 30. Ja. Da sind wir nicht mehr zurückgekommen, leider. Links 4, in rechts voll, macht zu 3, kurz. In links 2 und rechts 3, innen halten. Und links 2, in rechts voll über Kuppe. In rechts 3, macht zu kurz, 30. Und rechts 4, innen halten und links 3, außen halten. Ja, die Hauptreifen sind wirklich scheiße, so viel kann man mal auf jeden Fall sagen, leider. In Knoten und Kuppe 200. Großer Sprung 50. Rechts voll über Kuppe 30, links 3. In links voll und Achtung, rechts 3, nicht schneiden. In Bremsen scharf links bei Abzweig. Für Kuppe uneben in links 5 lang, macht zu, 30. Rechts 1 bei Abzweig, nicht schneiden. Und rechts 5 kurz, in links 3 macht zu. Und links 6 kurz, 30. Ja, null Grip mit den harten Reifen. Achtung, scharf bremsen für Kuppe in scharf rechts, nicht schneiden. Und links voll mittig halten über Kuppe, 100. Und Bodenwelle mit dir, du rutschst einfach nur. In links 5. Und Kuppe in rechts 4. Aber es geht und nicht anders, leider. Links 4 kurz. Und rechts 4 kurz und Kuppe in links 5 macht zu. Ah doch, der kleine Dingszaun ist so hart, alles klar. Und links 5, in links 5 kurz, macht auf, uneben. In links 3. Und rechts 4, macht zu, kurz, in links voll, macht zu. In rechts 6, leicht schneiden, über Kuppe, in links voll. Boah, das könnte auch böse ausgehen. Und halten für Sprung über Kuppe in links 6, 50, uneben. In scharf bremsen für links 3, macht zu.
Und rechts 5, 50. Und rechts 6, kurz 80, uneben. Rechts voll über Kuppe, macht zu 6, 30. Achtung, bremsen für scharf links. 500, uneben über Kuppe. Achtung, rechts 6, Verengung, uneben. Na, ein bisschen geht's noch. Knoten über Kuppe und rechts voll 100, uneben. Ja, da bremst sich jetzt weiter, weiß ich null, wie es weitergeht. Und rechts 4, macht zu breiter. Und Achtung, links 5, rechts halten für Kuppe in links voll, nicht schneiden, 50. Und links 6, kurz 200. Rechts 5, kurz über Kuppe 50. Bremsen für scharf links 150. Achtung, großer Sprung nach Abzweig in rechts 5, uneben, bergauf, macht zu. Alter. Uiuiui. Und Haarnadel links. Erste Haarnadel hier bei der langen Etappe. Und scharf rechts, 120, uneben. Ja, ich glaube, jetzt geht es ein bisschen bergauf. Alter, ich finde, die hat null Grip gehabt da vorne auf der Vorderachse. Unfassbar. Und da muss man so dermaßen aufpassen. Kein Wunder, dass wir einmal runtergerutscht sind. In links 3 kurz, in rechts 4 mittel, innen halten. Da will man gar nicht schnell sein, da sind wir fast wieder runter. Und links 2 mittel, macht auf, nicht schneiden. Da, unfassbar. 30 km/h, wir rutschen da raus, oder was? Das gibt's ja gar nicht. Für Achtung, rechts 5, innen halten, macht zu, 1, kurz, 30. Links 4, kurz, 50. Sprung über Kuppe in rechts voll. Also das macht nicht so viel Spaß, muss man links 4, ganz klar sagen. Also mit den Soft-Heli kürzeren Etappen. Rechts 5, macht auf sehr lang, uneben, 30. Rechts 5, innen halten über Bodenwelle in links 4, 80. Scharf rechts, nicht schneiden bei Abzweig, 80. Alter Schwede, da eine Mik bekommen innen. Links voll, uneben für rechts voll, uneben. So, jetzt sind wir im letzten Sektor schon, na, immerhin. Im letzten Abschnitt. Und rechts 3 kurz, in rechts 3 innen halten. Und rechts voll Übersprung. Und Achtung, links voll macht zu 4, lang. In Kuppe in links 5. Und links 3 kurz, 50. Links 5 lang, macht zu. Boah, nicht runter, alter Schwede. Glück gehabt. In rechts 4 über Kuppe. Und links 4 über Kuppe in rechts 4, 50. In rechts 4 kurz. Und Sprung über Kuppe in links voll. In links 5 bremsen, macht zu 2, halten in rechts 4. In rechts 3 nicht schneiden und links 4, 30. Okay. Der wieder seine behinderte Kurve. Kuppe in rechts 4, lang. Und rechts 4, kurz in links 4. In Bremsen links 3 Mittel, nicht schneiden. Für scharf rechts nicht schneiden bei Abzweig. In links voll in rechts 5, macht zu 3, Mittel nicht schneiden, 80. Zum Ziel. Das war jetzt stellenweise eine Qual hier. Das war jetzt stellenweise ein bisschen eine Qual, muss man sagen. Ja. Moment mal, Freunde. Wieso habe ich keine Penalty bekommen? Es hat uns doch zurückgespawnt, oder? Oder bekommen wir keine, wenn man automatisch zurückgespawnt wird? Oder was habe ich jetzt nicht verstanden?
weiter. 10 Sekunden weiter war der schneller, der Guerra mit seinem Skoda. Alter Schwede, da hat er aber ordentlich einen rausgehauen. Man weiter, 10 Sekunden ist okay. Aber ich habe keine Penalty bekommen. Was verstehe ich da jetzt nicht? Das müssen wir noch einmal erklären. Aber es ist wirklich so, wenn ich automatisch zurückgespawnt werde, bekomme ich keine Strafe, oder wie? Hm. Alles klar. Aber wir sind noch locker mit 40 Sekunden vorne, also das ist absolut kein Thema, aber die harten Reifen sind wirklich Müll. Wir haben es gesehen. Du kannst da null fahren irgendwie. Meine, ganz am Anfang ist noch minimal gegangen, aber je mehr Abrieb das auch war, desto, man ist nur mehr gerutscht. Man hat 30 km/h und ich bin übers Vorderrad vollkommen weggerutscht. Ja, das wären jetzt noch einmal schwierige 28 Kilometer hier. Aber gut, da müssen wir nochmal durch hier. Ist halt so. 100, links 6, über Kuppe, da können 150, wir nichts machen. Links 6, über Kuppe, 150, uneben. Eine Qual, der harte Reifen. Ich schaue, dass wir den irgendwie vielleicht noch irgendwie skillen links können. 6, Verengung und links 5, kurz. Ganz wichtig. Und rechts 4, mach zu, 30. Ich glaube, alles haben wir noch nicht, da geht noch irgendwas. Also meistens nur irgendwas mit Regenreifen, glaube ich, irgendwas mit Regen. Was mir noch fehlt. Und rechts 5 bremsen in links 5, 30. Und links voll in rechts 4, in Knoten. In links 3 macht auf, lang 50. Rechts 4, Verengung, 50. Rechts 5 innen halten, mach zu. So eine Verengung. Und rechts 5 in Kuppel mittig halten. Und links 4 kurz. Und rechts 4 in links 3. Und rechts 5 in links voll. Und scharf bremsen über Kuppe. Für scharf links bei Abzweig in Kuppe 80, uneben. Da habe ich wieder gebremst und schon wieder fast. Achtung, rechts 5 kurz und rechts 2 uneben. In links 4 in scharf links macht zu bei Abzweig 30. Rechts 4 in rechts 3. In rechts 5 macht zu und Kuppe mittig halten, 30. Achtung, scharf rechts bei Abzweig und links voll macht zu, 30. In rechts 6 kurz und rechts 3 macht zu, kurz. In links voll übersprungen, Verengung 200, uneben. Kuppe in links voll, mittig halten in Knoten 100. In links 5 mittig halten über Knoten, in rechts 3 innen halten. Und links 3 kurz, 80. Und links 3 macht auf über Kuppe, hängt nach außen. In rechts 2 macht zu, nicht schneiden. Und links 3, nicht schneiden. In rechts 2 halten, in links 4 kurz, 30. Rechts 5 Verengung, nicht schneiden. Und links 4 kurz, Verengung in rechts 6, macht zu, 30. Rechts 6, in links 6 kurz, Übersprung. In links 2 kurz. Und rechts 5, macht zu, innen halten. In links 4, macht zu, in rechts 4. In Kuppe, Verengung 200, uneben. Rechts 6, macht zu, 5 kurz, bremsen in links 3, innen halten. In rechts voll, macht zu, bremsen in links 2, Verengung, innen halten, nicht schneiden. In links 5 kurz. Und links 4, leicht schneiden, Verengung.
Achtung, Sprung über Kuppe in links voll. Und rechts 3 lang, macht auf ins Ziel. Jo, das war's in Chile, Freunde. Sehr schön. Ja, war jetzt gar nicht so schlecht. Ja, jetzt passt es ja. Mit den harten Reifen, würde ich sagen, ist es okay von den Zeiten her. Das ist durchaus okay. Aber soft waren wir irgendwie OP, die ersten zwei. Keine Ahnung. Ja, haben wir noch ganz gechillt gewonnen vor Guerra, der sehr stark war hier, der Mexikaner im Skoda. Seinerseits auch, ja, weiten Vorsprung auf P3. Wir über Minute auf Lukas Bianiacek. Wunderbar. Sehr schön, das haben wir nach Hause gefahren. Tja, harte Reifen leider. Müssen wir schauen, ob wir da noch was machen können. Ja, Ex-Eco erster hier mit Ole Christian und Benito Guerra. So, wir sind 3 gefahren, der da unten ist schon 4 gefahren und der nächste ist auch 4 gefahren. Aber dafür der Kalle ist hier nur 2 bis jetzt gefahren, hat 2-mal gewonnen. Ui, ja, wenn der noch kommt, das könnte noch interessant werden mit ihm, glaube ich. Wunderbar, wunderbar. Ordentlich Kohle bekommen. Jawohl. Da fließt der Rubel. Failed, ja. Hard Tires war natürlich jetzt etwas unglücklich. Hab ich das vorher gesehen? Ich weiß gar nicht. Ja, ist egal. Ah, das habt ihr mir gesagt, genau. Okay. Nachdem wir, glaube ich, jetzt eh nur maximal 2 haben. Sorry. Ich muss jetzt schlafen gehen. Nach dem Nachtdienst. Werden wir den vielleicht auch gleich einsetzen. Die Repairkosten. Da. So, ah, da haben wir mehreres. Aber das werden wir dann in... Aha. Hat das... Okay. Ja gut, aber wie weiß ich vorher, wann ich die harten Asphaltreifen brauche? Ich weiß ja nicht, wie die Etappen sind, oder? Sehe ich das irgendwo ein, jetzt zum Beispiel in Portugal, welche Etappen da genau kommen? Und welche Länge? Sonst kann ich das ja nicht einsetzen, weil ich weiß ja nicht, ob ich die langen... Ihr wisst mein Problem, glaube ich. Das eigentlich was, wenn ich das wechsle? Ach so, geht da die Kohle raus? Jetzt mal 9,7, Moment mal. 9,3, warte, wenn ich jetzt einen schlechteren rein tue, was ist dann? Okay, müssen wir da vielleicht nicht unbedingt tauschen, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, jetzt schauen wir da mal mit der Maus. Da haben wir es schon. Die werden wir sicher auch brauchen in Zukunft. Rain Tire Grip in the Rain, das bringt dann was, wenn wir es erst den da bringen. Und die Regenreifen am trockenen Asphalt, ja. Asphalt Tire. Aber was haben wir jetzt gesagt, was kommt jetzt? Portugal ist sowieso
auch Schotter, meines Wissens nach. Also da müssen wir jetzt asphaltmäßig noch nicht wirklich viel machen. Muss natürlich den ganzen Scheiß noch einmal auf Deutsch eben umstellen auch. Ja, die Kohle, also wirklich geht es da auch nichts voran, aber solange wir nicht ins Minus kommen, ist ja eigentlich egal soweit. Na gut, gewinnen tun wir ja auch. Wenn wir nicht gewinnen würden, schaut es auch ein bisschen anders aus wieder. Ja, gut, bevor ich hier weitermache, will ich das entspannt noch einmal auf Deutsch alles durchlesen. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch wieder ganz gut gefallen. Wenn es irgendwelche Wünsche, Anregungen, sonstiges gibt, auflösungstechnisch oder was weiß ich, schreibt mir das rein. Bitte noch einmal, wenn ihr was wisst, wie man das auf Deutsch entspannt umstellt, schreibt uns bitte rein. Ich sage es jetzt noch einmal. Auch vielleicht habt ihr schon im vorigen Part jetzt gemacht, ich weiß es nicht. Oder auch nicht. Na, wenn wer was weiß, bitte reinschreiben. Ich muss mir das noch einmal anschauen. Irgendwie muss es ja gehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und genau, über ein Däumchen würde ich mich noch freuen. Nach oben natürlich, wenn es euch gefallen hat. Danke. Ciao, ciao.